Italien haben wir es nicht gemacht, nämlich das Prinzenpaar. Bitte schön. Jetzt muss ich dir gerade noch was fragen. Der von und zu Gutenberg, oder? Ist ja auch so ein Erzieher. Haben Sie den Titel auch gestohlen oder schlicht oder abgeschlossen, oder? Ja, das ist gut. Und wen haben Sie mitgebracht? Der Lakai, oder? Der Lakai. Der. Wo ist er? Ist er nicht da. Haben wir nicht da. Den nehmen wir, der Herr Präsident, wo die Stelle vom Lakai vertritt, oder? Darf ich dir da das Wort übergeben? Aber ich kann nicht mit Ihnen Worten reden, das geht nicht. Ich bin ein Schweizer. Aber das hört man eh nicht, oder? Sorry, jetzt wird es eh. Prinz Andreas, der 43. zu verstehen, Edler aus dem Bürgerschlecht. Andreas wird er zwar in Wort und Schrift genannt, doch als Bimsi ist er im ganzen Land bekannt. Als Altschalmei zieht er heute noch durchs Land, sein Zepter als Zeichen der Macht hat er stets zur Hand. Narre! Und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Monika aus dem Sundergarten. Als Herrscherin wirklich ein zartes Wesen, doch Vorsicht, sie bearbeitet auch Zahnstein und Prothesen. Doch wichtig sind der Kind und Mann, da haben sie wirklich dran. Mit der Kindergarten hat sie sehr viel Spaß und beim Festen gibt sie ordentlich Gas. Narre! Hoi! Narre! Hoi! Narre! Hoi! So, jetzt rede ich einmal. Ja. Er hat damit den ganzen Fasching dürfen reden. Und jetzt geht es dem Ende zu. Jetzt nimm einfach gerade eh einmal das Mikrofon in die Hand. Dein Frau sollte noch mal was zum Schwätzen haben, oder? Wir sind das erste Mal da, wir waren leider noch nie mit, aber ich denke mir, ihr habt eine tolle Runde da. Und ja, ich wünsche euch allen noch ganz einen tollen Fasching und einen ganz einen tollen Abend, heute Abend da. Und darf mich mit dem dreifachen Narre hoi, aber mit dem Lutten verabschieden. Narre! Hoi! Narre! Hoi! Jetzt muss ich euch einmal begrüßen, zuerst recht herzlich zu dem heutigen Abend. Wie ihr wisst, präsentieren wir heute unser, nicht der Schnorrenfall, sondern unser Angeschwemmtes. In diesem Jahr haben wir brutale Überschwemmungen gehabt. Es hat viel angeschwemmt und es hat auch nochmals weggeschwemmt. Nämlich es hat drei Mitarbeiter von der Fanta 4 weggeschwemmt. Also, wir sind jetzt doch noch Fanta 2, weil die dritte, die es weggeschwemmt hat, ist die Kassenticket. Also, die haben aus persönlicher Grund uns verlassen. Und denen möchten wir für die letzten 8 Jahre Mitarbeit recht herzlich danken. Der dritte im Bund, der leider nicht kommen kann, weil er Notdienst hat, ich glaube, er ist Arzt oder so. Er macht einmal immer so Untersuchungen im Untergrund. Also, der hat leider Notdienst und kann nicht kommen. Aber unsere Michelle hat uns 8 Jahre in die Kasse geführt. Sie da ist, haben wir kein Geld mehr. Sie hat das immer gut gemacht, weil das Zug muss unterdrückt, das sagen wir auch. Wir möchten da mit einem kleinen Streusle danke für das, was du gemacht hast. Das war eine wunderschöne 7 Jahre vor. Jetzt ist es leider vorbei. Aber
Wenn wir wünschen, ist der Fasching woanders. Wie danke. Der Blackie, auch 8 Tage weg sind. Hat er aufgehört, weil er auf die Kurs gewartet hat. Der Blackie hat uns 8 Jahre lang in der Redaktion sehr fest geholfen. Und er ist beim Angeschwemmt und sie, jetzt hat sie ihn weggeschwemmt. Und jetzt kriegt er was, dass er sie fortschwemmen kann. Ja, also, wir haben es gut gehabt und also ein Beispiel nicht aus der Welt. Alles klar, gut, danke. Dankeschön. Und bis zum Notarzt nicht da genau mit, hat er gesehen, weil das sucht er leicht den Ohren. Dankeschön. Ich bewundere die scheiß Strumpfhose, das hätte ich nie mitmachen sollen.